Moin moin meine Lieben, ich habe ein neues Video für euch und zwar habe ich bestellt bei Stampin' Up. Ich bin seit März unabhängige Stampin' Up Demonstratorin und es gab vor kurzem die 15% auf die Stempelsets in der 24-Stunden-Aktion und da habe ich nochmal bestellt. Ich hatte zuvor auch schon bestellt, habe es aber noch gar nicht geschafft, dazu ein Haul zu drehen und dann kam schon die 24-Stunden-Aktion und ich habe da auch nochmal 5 Stempelsets, glaube ich, bestellt. Und deswegen zeige ich euch das heute alles gesammelt. Ich warne euch jetzt schon mal vor, es wird ein sehr stempellastiges Video, weil ich einige Sets bestellt habe. Ich glaube, es sind 12 Stempelsets. Wir zählen am Ende mal zusammen nach. Aber lasst uns jetzt erstmal anfangen. Wir fangen allerdings nicht mit Stempeln an, sondern mit Farbkarton. Und zwar haben wir hier einmal den Farbkarton Flüsterweiß in extra stark. Das sind 24 Blatt. Und ich habe ja beim letzten Mal das erste Mal überhaupt flüsterweißen Farbkarton mitbestellt und war mega begeistert und habe mir deswegen jetzt auch den extra starken geholt. Der ist zwar nicht so ganz schneeweiß, sondern so leicht cremefarben. Aber von der Struktur her super, super schön, so dass ich darauf gerne umsteige. Und ja, für so Hintergründe oder Verpackungen, mit denen man mal mit einem Hintergrundstempel arbeiten möchte, habe ich mir jetzt einen extra starken Farbkarton geholt. Und 24 Blatt habe ich gesagt, ne? Dann habe ich mir den Farbkarton in Vanille pur bestellt. Da sind 40 Blatt drin, ähnlich wie bei dem normalen Flüsterweiß. Ja, ich steige gerade so ein bisschen um auf Stampin' Up, gerade was Farbkarton und Stempel geht, um das einfach auch wirklich Ton und Ton arbeiten zu können. Deswegen jetzt hier nochmal Vanille pur, falls es mal nicht so weiß sein soll, sondern noch mehr cremefarben. Und da habe ich mir jetzt einfach mal ein Pack mitbestellt. Dann habe ich den Farbkarton in Schwarz mitbestellt. Da sind wieder 24 Blatt drin. Ich habe bisher immer den von Folia genutzt. Der ist aber jetzt fast aufgebraucht. Und ich wollte ja sowieso den von Stampin' Up mal ausprobieren. Und habe mir jetzt den in Schwarz einfach mitbestellt. Und werde testen, wie gut der ist. Dann habe ich mir Farbkarton in Aquamarin bestellt. Ich habe ja damals diese Farbfamilienmix bestellt, jeweils zweimal, so dass ich von jeder Farbe erstmal 4 Blatt hatte, um einfach zu testen, welche Farben mag ich, welche Farben nutze ich häufig. Aquamarin ist eine Farbe, die ich wirklich gerne und viel nutze und jetzt gerade in der Winterzeit werde ich noch das ein oder andere daraus basteln. Ich muss noch einen Adventskalender in dem Farbschema Aquamarin silbergrau gestalten, dafür brauche ich auch nochmal Cardstock. Und deswegen habe ich mir einfach jetzt einmal einpacken, nur mit Aquamarin bestellt. Dasselbe gilt für den Farbkarton in Rauchblau. Ich bin im November ja zur Onstage von Stampin' Up. Und es ist immer so, dass wenn Demonstratoren sich treffen, dass sie untereinander swappen, also so Kleinigkeiten, so Goodies verschenken oder vertauschen. Und ich habe jetzt endlich die springende Idee gehabt und braucht dafür rauchblauen Farbkarton. Den habe ich mir dann nochmal schnell mitbestellt und auch zum Glück bekommen, weil aktuell ist der gerade auf Nachlieferung. Deswegen bin ich mega glücklich, dass das bei mir geklappt hat und ich jetzt meine Swaps fertig machen kann. So, jetzt haben wir Papier abgearbeitet. Jetzt geht's über zu den Stempeln. Und zwar fangen wir erstmal an mit denen, die ich aus der 24-Stunden-Aktion bestellt habe. Das ist der erste, ein Hintergrundstempel, und zwar der Birch, also dieser Birkenstempel. Das sind alles Gummistempel, diese Hintergrundstempel. Die kann man dann mit dem Stamparatus oder einer anderen Stempelhilfe benutzen. Und den finde ich schon ganz lange cool und habe den jetzt bei dieser 15%-Aktion einfach mal mitbestellt. Dann habe ich einen weiteren Hintergrundstempel und zwar den Stempel Handwritten. Da finde ich besonders cool, dass eben in Deutsch, Englisch und Französisch so Begriffe aufgeschrieben sind. Bonjour, Danke, Smile, Congratulations, Inspire, Welcome, Willkommen. Ja,
alles so Deutsch, Englisch, französische Wörter. Finde ich richtig cool. Und ja, werde ich bestimmt häufiger nutzen. Diese Hintergrundstempel von SU finde ich nämlich richtig klasse. Dann habe ich mir das Set Sternstunden bestellt. Ich finde den Greif immer nach den Sternen Spruch so mega cool. Das ist so ein toller Motivationsspruch. Aber mit diesem Hallo kleiner Stern auch super geeignet für zum Beispiel Karten zur Geburt oder hier irgendwie in Richtung Hochzeit verliebt sein. Und ja, ich finde, das ist ja vielseitig einsetzbar. Und deswegen durfte das jetzt mit. Dann habe ich das Stempelset Tu, was du liebst, mir mitbestellt. Einfach weil ich den Spruch ein kleiner Freundschaftsgruß mega cool finde. Und aber auch natürlich hier so diese Stempel zum Hintergrund gestalten finde ich toll. Das ist eine schöne Schriftart für dieses vielen Dank zum freudigen Anlass. Ja, sehr vielseitig, sehr schön und deswegen durfte ich das mit. Das Set Very Rare Siles habe ich schon ganz, ganz lange im Auge und habe es doch immer wieder hinten angeschoben. Und als das jetzt bei dieser 24-Stunden-Aktion 15% reduziert war, habe ich es endlich mitgenommen. Diese Schriften hier und auch dieser Blätterzweig, den finde ich richtig cool und den werde ich bestimmt das ein oder andere Mal nutzen. Ich bin unter anderem deswegen so lange da rumgeschlichen, weil es eben englische Sprüche hat und ich mit englischen Sprüchen eigentlich relativ wenig anfangen kann. Aber jetzt durfte es dann doch noch mit. Auch dieses Set habe ich lange hinten angeschoben. Was heißt lange? Es ist ja jetzt erst im Herbst-Winter-Katalog, aber es gefiel mir zu Anfang zwar die Monster ganz gut, aber dann gab es eben die englischen Sprüche und dann habe ich doch gezweifelt. Und als ich das zweite Mal bestellt habe und ihn mitbestellen wollte, war er auf Nachlieferung. Und jetzt habe ich ihn endlich gekriegt. Ich habe mich wahnsinnig gefreut, weil die Monster irgendwie doch ganz süß sind. Und ja, Monster und süß ist auch eine nette Umschreibung, ne? Aber ich finde es eben zu Halloween richtig cool und ich finde Halloween echt klasse im Bastelbereich und mache da ja gerne und viel dazu. Deswegen durfte das Set jetzt doch mit. Dann habe ich mir das Stempelset Babyglück bestellt. Auch das ist ein Set, was ich schon länger im Auge habe, aber dann immer andere Sets wichtiger waren und jetzt habe ich das doch noch mitbestellt. Ich finde hier dieses Her Hesen. Nee. Häschenpärchen, Hasenpärchen, wie auch immer, finde ich super süß. Auch zum Ostern zum Beispiel oder die Füchse jetzt im Herbst kann man cool benutzen. Und ansonsten, ja, sind es ja eigentlich so Karten, die zum Geburt verwendet werden. Zumindest sind da die Texte passend, aber die Motive kann man ja auch unabhängig von den Texten benutzen. Dann habe ich mir das Set Schwärme voller Glück mitbestellt. Ich finde, Schmetterlinge sind sowas Zeitloses, Schönes, die kann man irgendwie immer nutzen und eigentlich mag auch jeder Schmetterlinge. Ich kenne wenige Leute, denen die nicht gefallen. Tausend bunte Wünsche für dich ist zum Beispiel ein super toller Spruch zum Geburtstag. Und dieser kleine und auch dieser größere Schmetterling hier, die kann man mit der Handstanze Schmetterlingsduett ausstanzen. Was ich auch immer ziemlich cool finde, weil so eine Handstanze zu einem Stempelset. Das mag ich immer ganz gerne. Dann habe ich mir das seit Herbstanfang bestellt. Diese Stempel hier, wenn man die zusammensetzt, ergibt das eine Sonnenblume. Da kann man eben die Konturen und auch den äußeren Blütenkranz oder eben auch die Blütenmitte in verschiedenen Farben stempeln. Und ja, das finde ich super schön. Dann habe ich mir das Stempelset mit Mehrwert bestellt. Bin ja sehr ja, maritim angehaucht, maritim verbunden. Alles sowas in diese maritime Meer, Wasser, Strand Richtung geht, finde ich super cool. Und deswegen durfte das Set jetzt doch mit. Ja, ich denke, da werde ich so das ein oder andere bezaubern. Dann habe ich mir das Set am Ufer bestellt, weil es eben so ein bisschen in dieselbe Richtung geht. Ich möchte damit eigentlich ATCs gestalten, weil man damit eben super tollen Hintergrund auch gestalten kann. Und hier finde ich auch die Sprüche wunderschön. Freundschaft macht gute Zeiten schöner und schwere Zeiten leichter. Das kann man eben kombinieren. Oder aber auch Liebe macht alles möglich und schwere Zeiten leichter. Auch das kann man eben kombinieren.
Finde ich richtig cool und deswegen durfte auch das Set mit. Dann habe ich mir endlich dazu durchgerungen, das Stempelset Kunst mit Herz zu kaufen. Ich finde die Schriftarten super cool und es ist ja entworfen worden nach einer Idee von Steffi Helmschrott, als sie den Meilenstein 1000, nee, eine Million, den Millionenmeilenstein erreicht hat. Und ich finde, wie gesagt, die Schriften super toll. Das denke ich, werde ich ganz, ganz häufig jetzt nutzen, wenn ich eine Geburtstagskarte oder eine Dankeskarte schicken möchte. Und ja, ich liebe mittlerweile Gummistempel. Ich war am Anfang ja immer so, dass ich mit Gummistempeln nicht so viel anfangen konnte und eher doch die Clear Stamps bestellt habe. Mittlerweile weiß ich Gummistempel echt zu schätzen und finde die super cool. Und freue mich jetzt, dass ich dieses Set endlich besitze. Dann kommen wir zum letzten Stempelset. Und das habe ich mit der passenden Handstanze bestellt. Die Handstanze ist die Handstanze Glühbirne, heißt die. Und mit der kann man eben diese Glühbirnen und auch die Fassungen ausstanzen. Hier finde ich den Spruch mit Freundschaft erstrahlt das Fest noch heller. Richtig, richtig klasse. Wenn man eben an seine Freunde ja, an seine Freunde Weihnachtskarten verschicken möchte, ist das ein, finde ich, sehr schöner Spruch. Schöne Weihnachten voller Lichterglanz und das vielleicht in diesem Rahmen hier eingesetzt, finde ich auch eine coole Idee. Und ansonsten die Lichterkette mag ich auch total gerne. Also rundum ein sehr tolles Set und mit passender Handstanze super easy zu handhaben. Dann habe ich mir die Handstanze-Torte bestellt, die passend zum Set Kuchen ist, die Antwort ist. Weil das einfach schneller geht, wenn man das aufstempelt und dann direkt ausstanzen kann. Weil ich sonst das viel gemacht habe mit dem Plotter, aber dafür muss ich den halt jedes Mal aufbauen. Und da geht das mit einer Handstanze doch schneller und einfacher. Und die habe ich direkt links hier am Schreibtisch stehen, meine Handstanzen, sodass ich da schnell zugreifen kann. Und deswegen durfte jetzt die Tortenstanze auch mit. Dann habe ich mir bestellt diese schwarzen Dimensionals. Das ist so ein Mixpaket. Da sind zwei Blätter mit den normal großen drinne und zwei Blätter mit den Mini-Dimensionals. Finde ich richtig cool, weil eben, wenn man mit dunklerem Cardstock arbeitet, fällt so ein weißer Dimensional eventuell einmal auf und dann ist ein schwarzer doch versteckter und deswegen, ja, finde ich das ganz cool und deswegen habe ich die einfach einmal mitgenommen. Dann habe ich meine Stempelkissensammlung endlich komplettiert, indem ich das letzte fehlende Stempelkissen in Flieder bestellt habe. Das war ja lange Zeit nicht bestellbar und fehlte mir daher noch. In der letzten Bestellung hatte ich ja schon einige Farben mitbestellt, hatte Flieder da vergessen, weil an mir vorbeigegangen ist, dass Flieder endlich bestellbar ist. Und da Lila meine Lieblingsfarbe ist, musste der Ton sowieso her und jetzt habe ich sie alle komplett und ja, freue mich sehr darüber. Dann habe ich mir mitbestellt ein Metallic-Geschenkband in Rauchblau. Das hat so einen Silberfaden mit dabei. Möchte ich jetzt gerade in der Winter-Weihnachtszeit ein bisschen was mit basteln und für Verpackungen oder auch Karten nutzen. Deswegen habe ich das einmal mitgenommen. Dann habe ich mir einen Embossing-Folder mitbestellt. Und zwar ist das ein 3D-Embossing-Folder mit dem Mauerwerk. Das ist dieser hier. Da bin ich schon sehr gespannt auf das embosste Ergebnis, beziehungsweise das geprägte Ergebnis. Und ja, alles, was so in Steinmustern, Steinoptik oder Holzoptik ist, finde ich sowieso immer total cool. Und deswegen habe ich den jetzt einmal mitgenommen, um das zu testen. Dann habe ich mir mitgenommen diese Metallaccessoires Blattschmuck. Das sind diese hier in Silber und in Kupfer. Die gehören ja zu der Reihe mit den Magnolien. Und das ist auch eine Reihe, die ich echt cool finde. Und da habe ich jetzt einfach einmal diese Blütenform mitgenommen. So, jetzt muss ich mal gucken. Na doch, das kriegen wir hier hin. Jetzt kommt nämlich das Designerpapier, was ich bestellt habe. So. Und zwar habe ich mir gekauft,
Hupsala, einmal falsch rum. Das Designerpapier Monster Party heißt es. Wie ich ja vorhin schon beim Stempelset lang und breit erzählt habe, finde ich Halloween ziemlich cool. Und um dieses Papier bin ich ziemlich lange rumgeschlichen und auch um die Stanzformen. Da gibt es ja diese passenden Rahmen für dieses DSP. Die habe ich allerdings nicht mitbestellt, aber das Papier durfte dann jetzt doch noch mit. Weil selbst wenn ich dieses Jahr das nicht mehr verbastelt bekomme, ist nächstes Jahr ja wieder Halloween. Ja, also hier vorne haben wir einmal diese Rahmen. Auf der Rückseite haben wir dann so eine Zeitungsoptik. Hier haben wir solche Fledermäuse. Und auf der Rückseite solche schwarz-weißen Ornamente. Hier haben wir so ein Gruselschloss. Und ein Labyrinth auf der Rückseite. Dann haben wir hier so, ja, verschieden gefüllte Gläser und Flaschen. Finde ich richtig cool. Auch hier mit so einer Spinne oder mit so Augen gefüllt. Finde ich sehr cool. Da haben wir auf der Rückseite dann auch nochmal dieses Ornament in Gelb. Dann haben wir hier so ein Bücherregal in der Bibliothek mit so alten Büchern. Und auch die Rückseite ist so im Buchstil so ein bisschen lexikonartig gestaltet. Und dann haben wir nochmal hier ein etwas bunteres Papier und auf der Rückseite Spinnweben. Ja. Das war dieses hier. Und dann habe ich mir noch ein DSP nachbestellt. Und zwar ist das hier. Das ist Designerpapier Meer der Möglichkeiten. Ich finde ja diese ganze maritime Serie total cool und ich habe das DSP schon allerdings fast aufgebraucht und deswegen habe ich mir das jetzt nochmal nachbestellt. Und zwar haben wir hier einmal sowas mit einem Kompass und hier so eine alte Landkarte. Auch die Farben übrigens, Waldmoos und Marineblau, finde ich richtig, richtig cool. Dann hier so eine alte Zeitung und mit den Tauen auf der Rückseite. Hier haben wir nochmal Linien und auf der Rückseite so ein bisschen, ja, Natur. Hier haben wir diese wunderschönen Segelboote und auf der Rückseite Streifen. Dann haben wir hier auch nochmal Streifen und auf der Rückseite diese Messinstrumente, die in der Seefahrt genutzt werden. Dann haben wir hier dieses Papier mit den Leuchttürmen und auf der Rückseite nochmal solche Streifen. Ja, das war auch dieses Papier. Und das war es dann auch schon mit der Bestellung. Also das war alles, was ich bekommen habe, beziehungsweise bestellt habe auch. Es ist diesmal nichts auf Nachlieferung, das heißt, da kommt auch nichts mehr hinterher. Und jetzt schauen wir nochmal schnell nach, wie viele Stempelsets wir hatten. Ich habe ja gesagt, wir zählen am Ende einmal nach. Entschuldigt für das Geknistere. Also, upsala. Ein ganzer Stapel, der hier schon umkippt. Ich kippe den mal auf die Seite, damit ihr es besser sehen könnt. Jo. Oder auch nicht. So. Also 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 Sets. Ich lag mit 12, also gar nicht so falsch. 12 neue Stempelsets, die in mein Regal einziehen dürfen. Ich würde mich sehr über ein Abo von euch freuen. Wenn ihr das tut, aktiviert direkt die Glocke. Dann verpasst ihr keines meiner neuen Videos. Ansonsten schaut gerne einmal in der Infobox vorbei. Da ist mein Instagram-Account verlinkt. Und ansonsten wünsche ich euch jetzt einen schönen Tag und eine schöne Woche und bis zum nächsten Mal. Tschüss!